Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Heute habe ich jede Menge zu erzählen. Da ist ein Projekt fertig, das ich ein ganzes Jahr lang nicht in die Kamera gehalten habe. Ihr könnt gespannt sein, das ist das Letzte, was ich zeige. Dann gibt es ein Update zu gewissen Häkelhaken. Und natürlich ist das Garn inzwischen angekommen für meine Häkeldecke, die ihr da hinten auf dem Bett liegen seht, damit die endlich fertig werden kann. Und es gibt ein Ergebnis bei der Abstimmung. Abstimmungen sind ja so spannend. Und wenn ich gewusst hätte, worüber wir heute abstimmen können, dann hätte ich hier wieder so eine Infokarte eingebaut und dann hätten wir wieder abstimmen können. Aber ja, mir ist nichts eingefallen. Aber irgendwann gibt es wieder eine Abstimmung. Jedenfalls hat sich schon frühzeitig ein gewisser Trend bemerkbar gemacht in Richtung zweifarbige Socken. Es gab zwar eine Stimme in den Kommentaren für die Struktursocken, keiner will 0815 Socken sehen. Und von den 15 abgegebenen Stimmen haben dann sich 13 entschieden für Trommelwirbel, die Tag- und Nachtsocken. Tag- und Nachtsocken werden es also sein. Hier ist das Garn, das ich euch vorgestellt hatte. Tracking Sport in Blau und Weiß. Und natürlich meine Nadelspiel in Rot. Das Rote wird sein, 2 mm. Meine altbewährten Sockennadeln. Ich benutze schon gar keine anderen mehr, nur noch die Singnadeln. Bin ich nämlich sicher, dass es 2,0 mm Nadeln sind. Ja, da setze ich mich dann dran. Allerdings werde ich in einem Zwiespalt sein, ob ich erst die Decke fertig häkeln soll oder zunächst die Socken stricken. Das wird sich jetzt entscheiden in den nächsten 4 Tagen. Ihr könnt gespannt sein, was ich euch dann zeige. Ja, und da wir gerade von der Decke und von Garnen sprechen, heute kam der Postbote und hat mir mein Garn gebracht für die Decke, also quasi unten vor die Tür gelegt. Ich habe jetzt mal stellvertretend nur das Grün rausgeholt, was jetzt anders ist, das Hellgrüne. Da es dieses Lime Green nicht mehr gab, habe ich also dieses etwas staubige Grün hier bestellt. Es ist kein Mint, es sieht so ein bisschen mintig aus bei mir auf dem Bildschirm, aber es ist ein bisschen dunkler. Naja, ihr werdet es ja dann in der Decke irgendwann sehen und dann werden wir auch sehen, ob es ein Fehler war, diese Farbe zu nehmen oder ob es nicht weiter ins Gewicht fällt. Ja, die anderen Farben seht ihr ja da hinten, ich muss ja nicht jedes Knäuel zeigen. Aber weil ich natürlich Sockenwolle brauchte, jawohl, ich brauchte Sockenwolle, ist nicht so, als hätte ich hier noch 10 bis 12 Knäuel Sockenwolle rumzuliegen. Ich brauchte dringend nochmal 6 neue Knäuel Sockenwolle, denn auch Hobby bietet Sockenwolle an, das heißt Scandinavia Sockyarn, 75% Wolle und 25% Polyamid. Fasst sich übrigens sehr schön weich an. Wird also auch demnächst irgendwann, wenn ich dann wieder Lust habe für Socken und die Tag- und Nachtsocken fertig habe, verwendet werden. Ja, das ist einmal in dunkelblau, in dunkelgrün, in hellblau, in auch irgendeinem grünlichen Ton, fällt runter, Olive und grau. Ja. Ja, so viel Wolle musste es dann sein. Huch, es fällt alles runter. Dabei wollte ich euch die 6 Farben mal miteinander so zeigen. So sehen sie aus, die 6 Farben. 6 Paar Socken, also eigentlich jeweils 3 Socken für mich, für meinen Bruder nur 2 immer aus dem Knäuel. Ja, da werde ich mir ein paar Muster suchen, da kann ich ganz viel zweifarbige Socken draus machen und zusammen mit dem ganzen Garn, was ich da noch habe, ergibt sich da bestimmt noch irgendwie was Nettes. Oder ich mache was ganz anderes draus, man muss ja Sockenwolle auch nicht für Socken benutzen. Und da wir gerade über Sockenwolle reden, mir ist aufgefallen, ich habe ja noch diese handgefärbten Stränge rumzuliegen, die sind ja auch Sockenwolle, ja, prinzipiell. Von Craft Unknown Treats hatte ich mir damals sowas in, wie hieß die Farbe noch, irgendwas mit Waldesgrün oder so bestellt. Und dann habe ich ja, selbst die Wulenwein-Garne, die sind Sockenwolle. Jedenfalls habe ich genügend Sockenwollvorrat und hätte das nicht bestellen brauchen, habe ich aber gemacht. Weil ich einfach Spaß habe an Socken. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich Socken. Ja, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Häkelhaken. Ihr erinnert euch doch noch, dass ich mir mal vor einer Weile oder vor ja, einer ganzen Zeit diese Furls Häkelhaken bestellt habe, die also so super teuer sind. Und der 150-Dollar Häkelhaken, der lebt auch noch irgendwo. Den habe ich so gut weggelegt, dass ich jetzt im Moment nicht weiß, wo ich ihn suchen soll. Aber der ist noch da. Ich hatte den auch über Sommer mit am Bungalow. Vielleicht liegt er da auch noch.
Jedenfalls, das Update, von dem ich sprach, bezieht sich auf die Streamline-Haken und zwar besonders auf diesen hier. Das Projekt, das ich euch gleich zeigen werde, was ich fertig gemacht habe, habe ich nämlich zum größten Teil mit diesem Haken hier gemacht. Und als ich es mir jetzt wieder rausgekramt habe, ist mir dieser Haken runtergefallen, was dazu führte, dass es sich jetzt nicht mehr um einen vollständigen Häkelhaken handelt, sondern um einen zerbrochenen Häkelhaken, den ich dann auch sofort in den Müll tun werde. Ja, ich habe Laminatfußboden, nur dass ihr mal wisst, der ist gar nicht, er ist also nicht auf Beton oder Fliesen oder so gefallen, sondern auf Holzfußboden oder vielmehr auf dieses Laminat hier, was ich hier habe, was so ein bisschen federt. Ja, unglücklich gefallen, abgebrochen. Ich habe dann gleich mal geguckt bei First Crochet, weil ich rausfinden wollte, was war das jetzt eigentlich für ein Material. Habe ich natürlich nicht rausgefunden, das ist irgendwelche Plastikacryl oder irgendwas. Und habe festgestellt, ja, sie haben jetzt auch einen Sitz oder ein Warenhaus zumindest im Vereinigten Königreich, womöglich in England, nehme ich mal an, wo man also ein paar Sachen auch bestellen kann, unter anderem diese Häkelhaken. Die gibt es aber nicht mehr in 3,5, die gibt es jetzt nur noch ab Größe 4. Wahrscheinlich haben sie da öfter mal Reklamationen gehabt, dass die dünneren Haken schnell kaputt gehen. Weiß ich nicht, weiße Vermutung von mir. Na, jedenfalls kann man da, ich glaube, die Streamline-Haken kann man kriegen. Und irgendwelche Candy, weiß ich nicht genau, da kostet einer über 40 Dollar oder Euros. Weil ich glaube, das war schon Euro, was ich da geguckt habe. Und ein bisschen Garn. Also so ungefähr 10% des Gesamtangebots von Furl kann man da aus England sich liefern lassen. Aber habe ich keinen Bedarf mehr dran, denn es gibt noch was weiteres zu erzählen über diesen Haken. Nachdem der jetzt kaputt war und ich also meinen Häkelhaken hier von diesem Set mir rausgekramt habe. Welcher ist es? Der 3,5er. Dieser wundervolle in Pink. Den habe ich dann benutzt und der hat hier vorne ja eine Metallspitze. Habe ich erstmal gemerkt, wie langsam eigentlich dieser Haken war. Mit dem bin ich auch ständig hängen geblieben. Ja, es war mir gar nicht beim Häkeln gar nicht aufgefallen, denn er hat ja gehäkelt und ich habe was fertig gekriegt. Aber ich bin bestimmt fast doppelt so schnell gewesen mit diesem Haken hier. Also hat bestimmt seine Vorteile, einen langsamen Haken zu haben. Und vielleicht mit Seide oder solchen Sachen ist man vielleicht auch ganz froh, wenn man so einen langsamen Haken hat. Aber bei dem, was ich jetzt gemacht habe, war ich dann doch stark überrascht, dass ich mit diesem Haken hier sehr viel schneller unterwegs war. Ja, so, und dann will ich euch mal auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Was ist es denn nun, was ich fertig habe? Oh, das ist hier meine Decke verrutscht. Es ist ein Pullover. Ein gestreifter Häkelpullover. Er ist endlich fertig. Mit Ärmeln und allem zusammengenäht. Gestern Abend, 23 Uhr, habe ich den letzten Handschlag dran getan. Und leider war es auf den Bildern nicht zu erkennen, dass es das also wirklich ein Riesenausschnitt ist. Wenn ich den anhabe, dann ziehen die Ärmel jetzt auch immer so ein bisschen daran, dass mir der ganz schön von den Schultern rutscht. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich nicht sowas mache, wie dieser hier hat. Der hat hier nämlich noch so ein Bändchen drin, was von hier losgeht und den Pullover so in Form hält. Und das könnte ich ja vielleicht mit dem hier auch machen. Häkel ich mir einfach noch eine kleine Kordel, baue die hier an, sodass also die Ärmel mit dem Pullover nicht von den Schultern ziehen können. Oder ich muss hier oben noch mal ran. Das nochmal, aber da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Das nochmal aufmachen. Das sind zwei Reihen. Also laut Anleitung sollte man mal eine feste Maschen- und eine Krebsmaschenreihe machen. Ich habe aus Versehen zwei feste Maschen- und eine Krebsmaschenreihe gemacht, weil ich, tja, nicht lesen kann, offensichtlich. Ja, ich stehe mal auf, damit ihr seht, wie groß der eigentlich ist. Hat also genau meine Länge. Und ist super auf der Haut zu tragen. Das Garn ist ja von Isyans, dieses Natural Gardens aus drei Naturfasern: Baumwolle, Bambus und Leinen, glaube ich. Und beim Häkeln habe ich gedacht, oh, das ist aber störrisch, ist überhaupt nicht weich. Aber auf der Haut ist es sehr angenehm zu tragen. Ist, naja, ihr kennt ja Baumwolle. Baumwolle auf der Haut ist angenehm kühl und das ist das ja auch. Also ich hatte auch erst gedacht, ich werde mir immer einen Pullover, also nicht einen Pullover, ein T-Shirt runterziehen müssen. Aber es kann ich auch ohne T-Shirt tragen. Weil es einfach mal sehr nett und angenehm auf der Haut zu tragen ist. Ja, der ist fertig.
bin ich total froh drüber. Und ja, gestern Abend 23 Uhr, wie gesagt, habe ich dann den letzten Faden vernäht. Da ist mir dann aufgefallen, nachdem ich ihn anprobiert hatte, dass ein Faden sich doch tatsächlich auf die falsche Seite gewagt hatte und der musste dann um 23 Uhr noch wegvernäht werden. Dann, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass da noch ein Faden irgendwo rausguckt. Es waren auch eine jede Menge jede Menge Fäden, weil man ja zweifarbig häkelt und dann ab und zu doch mal beim Farbwechsel ein Faden übrig bleibt. Obwohl ich meistens den Faden mitgenommen habe, selbst über diese längere Seite hier, der bei dem Ärmel sieht man es, glaube ich, von innen noch gut. Naja, so gut sieht man es auch nicht. Da habe ich dann den Faden mitgenommen und dann könnt ihr das erkennen. Der hängt jetzt da so ein bisschen rum, aber sieht ja keiner, ist ja von innen. Ja, wieder ein Projekt geschafft. Hätte schon längst fertig sein sollen. Wollte ich eigentlich letzten Sommer schon fertig haben. Na, nur ist es pünktlich für den Frühjahrsbeginn bei uns hier. Obwohl es Frühjahr hat ja schon eine Weile begonnen. Ist egal, pünktlich fertig. Kann ich jetzt demnächst anziehen. Werde ich bestimmt auch in einem der nächsten Videos dann tragen, damit ihr mal seht, wie es aussieht. Aber ich will, wie gesagt, erst diesen Versuch machen mit diesem Bändchen von Schulter zu Schulter. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Man sieht sich, wenn man sich sieht. Und bis dahin, tschüss.